Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Projekt 2000 Ostdeutschland. Hier sehen wir gerade unsere LKWs und andere Transporter auf der Strecke Güter Berlin. Und mit der machen wir jetzt mal eine kleine Mitfahrt durch Berlin. Das dachte ich mir, können wir mal ganz gut machen. Wollen wir hier den nehmen? Ja, nehmen wir den UPS T5. Ist einiges los schon hier in Sedin. Die ersten Güter, kommen die schon an? Nee, noch sind noch keine da, aber ich denke, die sind schon auf dem Weg. So, ah, vor uns ein Holländer. Zumindest ein gelbes Nummernschild. Oder ein Brite. Die haben, glaube ich, auch gelbe Nummernschilder. So. Ich dachte mir, wie gesagt, das ist ganz nett, so ein bisschen mal auch mal wieder LKW-Mitfahrt zu machen, beziehungsweise hier Bulli-Mitfahrt, weil wir ja sowas lange nicht mehr gemacht haben, so eine Straßenmitfahrt. Ich fahre ja meistens mit Eisenbahn mit, was auch eigentlich das Coolste ist, was mich auch mehr oder weniger am meisten interessiert, aber auch mal so ein LKW-Mitfahren oder so ein Mitflug finde ich eigentlich immer ganz schön. So. Da kommt der ganze Verkehr hier runtergefahren. Und wir fahren jetzt Richtung, ich glaube, fahren wir geradeaus. Ja, fahren. Okay. Der Stau wird sich natürlich ein bisschen auflösen. Der Vorteil ist an Straßenfahrzeugen, die verteilen sich automatisch ein bisschen, da die ja auch durch befahrene Gebiete fahren, immer auf andere Autos warten müssen und mit der Zeit verteilen sie sich halt ein bisschen. Jetzt hängen sie natürlich am Anfang immer noch alle aufeinander. Wie gesagt, das ändert sich aber noch. So. 30, was ist das für eine kleine Straße? Das ist eine 30 gefahren werden kann. Aber ist auch eine enge Straße hier. Hier darf man halt wahrscheinlich wirklich schnell, das ist so ganz realistisch. Jetzt auf der Landstraße können wir ein bisschen schneller fahren. Obwohl hier in der scharfen Kurve auch nicht. So. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Feuerwehrautos oder sowas dazwischen gepackt, weil ich einfach finde, das verbessert das Straßenbild durchaus. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter, realistischer. So, ein bisschen Privatverkehr ist ja auch schon auf der Strecke. Haben wir gerade raus? Nee, geht das mal auf der Autobahn. Sehr schön. So. Da vorne geht das Autobahndreieck. Fahren wir direkt um das Autobahndreieck? Weiß ich gar nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Irgendwie hat der kein Motorgeräusch, ne? Schade. Ich hatte gehofft, dass der wenigstens Motorgeräusche hat, aber anscheinend nicht. Aber wenn man gleich ein bisschen... ist halt ein Elektro-T5. Gibt es noch nicht, aber in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich eh deutlich mehr Elektroautos haben. Finde ich eigentlich einerseits gut natürlich, CO2-bilanzmäßig, aber es gibt auch noch andere Antriebe, die ganz interessant sind, die gerade ein bisschen verloren gehen, wie zum Beispiel Wasserstoffantrieb und sowas. Das ist auch ganz cool. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger vom Dings her, aber Elektroautos ist auch nicht so sauber, da der Strom ja auch irgendwo hergestellt werden muss und zu einem gewissen noch viel zu großen Anteil, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, ich würde mal sagen ein Drittel, vielleicht auch weniger, ein Viertel oder so, ist das halt noch Kohlestrom und ja, wenn du Kohlestrom in ein Auto packst, ist das auch nicht umweltfreundlicher, als wenn du mit einem Auto fährst. Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent im deutschen Stromnetz noch Kohlestrom ist. Damit habe ich mich zu wenig beschäftigt. Ich weiß nur, dass es noch ein Anteil ist, der gar nicht mehr so klein ist. So. Gucken, ob wir rechts eine S-Bahn sehen. Die da gerade entlang fährt. Wirklich schnell ist das ja jetzt ja auch nicht. Wir haben die ja jetzt ja nicht mal über die Autobahn geleitet, weil ich hoffe einfach, dass der vom... Ah, guck mal da vorne. Da ist die Ringbahn, die hier gerade fährt. Und für uns geht es jetzt hier von der... Es soll ja die... A100 mehr oder weniger darstellen. Auch wenn der jetzt hier noch auf einer Seite fahren. Geht es jetzt hier runter von der A100 auf die Bundesstraße. So. Jetzt kommen wahrscheinlich ein bisschen mehr befahrene Straße. Diese Straße war nämlich eigentlich schon ganz gut befahren. Das sieht man
bestimmt gleich, obwohl es geht. Bisher noch. Wechseln wir munter die Spuren hier. Und dann geht's nach Berlin rein. Also, wie weit sich Berlin bisher ausgebaut hat, auf dem Stadtgebiet sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Aber das hat sich halt noch nicht so ausgebaut. So. Jetzt einmal hier abbiegen. Jetzt müssen wir auch hier warten, weil hier der Bus noch vor uns ist. Ist auch ganz cool. Eigentlich ist das echt cool. Straßenmitfahren hat irgendwie auch was. So, jetzt geht es hier zur ersten Ablieferungsstation, mehr oder weniger. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch keine Güter drin. Aber ich habe vorhin mal ein bisschen vorlaufen lassen. Da kommen auf jeden Fall welche bei. Das funktioniert alles von der Güterlinie her bisher. Dann würde ich sagen, in dieser Folge bauen wir, angedacht ist, die Strecke zwischen Berlin, zwischen Bitterfeld und Halle. Auf der Strecke Berlin-Halle. Ich habe auch in Halle den Hauptbahnhof noch ein bisschen umgebaut, habe da noch ein bisschen die Gleise verändert, weil ich wollte erst einen Regionalexpress, weil ich gedacht habe, so ist die Linienführung von Bitterfeld bis nach Kassel fahren lassen, aber diesen Regionalexpress gibt es wohl gar nicht mehr. Oder gibt es den doch noch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Habe mich jetzt vertan. Ich glaube, da gibt es keinen direkten Regionalexpress mehr. Deswegen werde ich wahrscheinlich die S8, ist die S8, ne? Erstmal Mitteldeutschland darstellen, die zwischen Halle Hauptbahnhof und Bitterfeld fährt. Und ich habe mir gedacht, eine Stadt möchte ich dazwischen noch bauen. Ich werde Landsberg ein bisschen andeuten, um das Ganze einfach ein bisschen interessanter zu machen. Ach, hier haben wir doch so eine große Station gebaut. Wusste ich gar nicht. Das ist ja auch so eine kleine. So. Dürfen wir erstmal noch mal kurz warten. Dann biegen wir gleich rechts ab. Oh, hier steht ein Bus. Ein Bus wäre passend. Ein Busch auf der Straße. Muss ich nochmal wegnehmen. So, links abbiegen. Ich denke mal, die Gehäuse werden hier bald auch ein bisschen höher. Wir sehen hier hinten schon einen Baukran. Hier wird wahrscheinlich auch bald gebaut werden, wenn die hier Lieferungen kriegen. Denke ich. So dass ich zumindest Berlin noch ein bisschen Richtung Richtung Alexanderplatz ausbaue. Richtung Potsdamer Platz wäre auch schön, aber es dauert noch ein bisschen, bis es bis dahin gebaut ist. Jetzt müssten wir links abbiegen. Oder? Ja. Hier ist nämlich dieses Straßenablieferstation. Eigentlich ganz cool, echt mit dieser Ladezone an der Straße, das finde ich echt cool gemacht. So, und das ist eigentlich auch mal cool, hier durch die Stadt zu fahren. Also, weil ich glaube, wirklich so durch die Stadt gefahren sind wir noch gar nicht so häufig. So, ich glaube, hier ist schon wieder diese eine Limousine, die bei mir irgendwie kaputt ist. Also, das habe ich irgendwie noch nicht herausgefunden, welcher Mod dafür sorgt, dass diese Limousine des Standardspiels so komische farbliche Fehler drin hat. Ist ein bisschen doof, aber es geht. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Wir haben ja mittlerweile eine ganz gute Abwechslung an Autos. Kommt das jetzt auch nicht so häufig vor. So. Da mogelt sich noch einer dazwischen.
auch noch gebaut. Sehr schön. Baut sich hier mittlerweile ganz schön aus. Kommen wir wieder auf eine Busstrecke hier, wie wir sehen. Die Trams in Berlin kommen auch noch. Ich muss auch gucken, inwiefern ich bei den Trams, ob ich das auch so frei mache wie mit den Bussen. Das kann sein, dass ich es relativ frei gestalten werde. Vielleicht mich aber auch an Originalstrecken orientiere, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Und jetzt müsste es eigentlich wieder schon wieder zurückgehen, oder? Ja, wir müssten jetzt schon auf dem Weg wieder zurück sein und das war unsere kleine LKW-Mitfahrt. Hat immer 11 Minuten gedauert. Oder Automitfahrt kann man fast sagen. Vielleicht für eine Automitfahrt mache ich bald vielleicht auch mal wieder Musik an bei der Mitfahrt. Weil das ist irgendwie nur Musik, vielleicht sogar ein bisschen zu langweilig. So. Dann geht es jetzt an die Strecke Berlin-Bitterfeld. Bitterfeld-Halle, so rum. Bis Berlin haben wir ja schon natürlich schon gebaut. Das ist ja, haben wir hier schon mal vorbereitet, wie man sieht. Hier, und dann geht das hier auf der Autobahn durch und wir müssen eigentlich nur noch diesen Abschnitt bis da vorne bauen. Da ist unser Ausgang, auch wenn dieser Berg hier eigentlich nicht existiert, aber der war halt da und den ganz abzutragen. Deswegen haben wir hier einfach mal einen Tunnel gesetzt. So, Landsberg. Wir bräuchten links Platz. Ich muss ja mal gucken, wo das ungefähr liegen würde, aber vielleicht irgendwie dahin oder so, hätte ich jetzt gedacht. Weil, vielleicht hier. Ja, das würde doch passen. Bisschen flache Landschaft. Da ist nämlich unter anderem ein großes Edeka-Lager und so. Und auf der einen Seite eine Brauerei und sowas. Das fand ich ganz cool, das darzustellen. Das müsste doch irgendwie möglich sein. So, Oberleitung hätte ich ganz gerne. Überdachung bitte auch. Haben wir hier das. Das ist auch in Realität so, glaube ich, dass es mit in der Mitte der Bahnsteig liegt. Wenn ich mich nicht irre. So. Wir werden natürlich die Fernverkehrsgleise außen anschließen und werden hier auch Fernverkehrsgleise bauen, damit der ICE hier mit 200 durchfahren kann. Hochgeschwindigkeit annehmen. Ja, perfekt. So, 200 werden wir die Strecke ausbauen. Soweit ich weiß, müsste das in Realität auch so sein. Jetzt müssen wir eine scharfe Kurve fahren. Aber die müssen wir eh machen. Gucken wir mal, ob wir dann die 200 behalten können. Ich will ja eigentlich versuchen, so ein bisschen durch die Täler zu kommen und hier nicht zu viele Tunnel einzubauen. Schaffen wir das so? Einfach mal 163. Jetzt hochrand vorbei mogeln. Ja, dann müssen wir eine ganz scharfe Kurve machen. Vielleicht so. Ja, ich will ja eigentlich wirklich 200 hier haben. Mal gucken, was wir machen. Jetzt aber so machen. Dann wird er wahrscheinlich Tunnel bauen. Ja, macht er. Dieser kurze Tunnel finde ich gar nicht mal so uncool, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir doch moderneren Tunnel nehmen. Finde ich ein bisschen übertrieben sogar. Die Röhre, die ist auch cool. Ich hoffe, der schmilzt nicht weg. Die Röhre ist natürlich auch verdammt cool. Finde ich hier aber irgendwie unpassend. Ja, vielleicht nehmen wir doch wirklich das. Aber das wäre jetzt auch keine Hochgeschwindigkeit. Ist schon eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Obwohl, irgendwie. Nee, irgendwie passt der Tunneleingang echt nicht, wenn wir einen Tunnel bauen. Ich will das schon ein bisschen moderner halten, die Strecke hier. Damit das ein bisschen besser aussieht, müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen wieder den hier machen. Das kommt davon, wenn man sich wieder bei den Tunnelportalen nicht entscheiden kann. So, haben die schon wieder keine Oberleitung hier. Müssen wir natürlich gleich noch ergänzen. Ich finde das ein bisschen groß für diesen kleinen Tunneleingang. Wollen wir die Röhre nehmen? Ich weiß nicht, ob die Röhre hier hinpasst. Die finde ich halt für so eine richtige Highspeed-Strecke eher gedacht. Das. Ja, ne? Das finde ich irgendwie unpassend. Nehmen wir das hier mal. Das ist jetzt auch nicht das Modernste, aber... eigentlich auch ein Steinschutz darüber, ne? Ach komm. Passt, denke ich. So. Ja, wir sind natürlich jetzt schneiden hier ganz schön durch die Landschaft. Da müssen wir noch ein bisschen korrigieren, aber das... Ich will halt die 200 halten. Wirklich. Der ICE soll hier 200 fahren, weil ich jetzt ein bisschen auf Geschwindigkeit achte auf der Strecke. Das stört mich allerdings schon. Da kann man ein bisschen was schon mal machen. Aber wir bauen jetzt erstmal die Strecke und dann können wir immer noch verschönern. Vielleicht machen wir das auch offscreen. Das nächste nächste Folge. Ich weiß nicht, ob wann die kommt. Könnte sogar Ende der Woche sein hier. Nächste Folge. Dann der die Strecke verschönert wird und Landsberg angelegt wird. Wie gesagt, soll ja nur so ein bisschen angedeutet werden, dass das von der Strecke aussieht und so. Ich glaube, die Brücke dürfte modern sein, ne? 200er Brücke machen wir auch mal eine modernere Brücke. Ist natürlich sehr, sehr hoch, weil wir jetzt von da oben kommen. Ich würde die sogar ein bisschen abfallend bauen, auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne mag, aber bei diesen modernen Brücken finde ich geht das. Nehmen wir so eine. Finde ich eigentlich ganz nett. Und dann können wir direkt... Oh, ja.
Nee, wir machen das nochmal weg. Weil ihr gerade seht, ich habe Mist gebaut. Ich will nicht bis hier hinten die 200 haben. Dann müssen wir das wirklich auch so anlegen direkt. So. Perfekt. Und schaffen wir das mal hier? Ah, nee. Ach ja. Nicht aufgepasst, Entschuldigung. Wir können auch bis hier eigentlich keine Brücke bauen, ehrlich gesagt. So. Machen wir hier mal Aufschüttung. Das ist natürlich eine hohe Aufschüttung jetzt hier, aber das liegt natürlich daran, dass wir da hinten so hoch gehen müssen auf die Brücke. Schon eine ganz schöne Rampe hier. So, aber sonst geht es halt schlecht, die 200 zu halten. Guck mal, was ich da noch ein bisschen Verschilderung mitmachen kann. Welche hatten wir denn gerade rausgesucht, die hier, ne? Auch wenn es eigentlich, glaube ich, eine S-Bahn. S-Bahn-Viadukt in Hamburg. Finde ich aber gar nicht so unschön, ehrlich gesagt. Lassen wir mal. So, eigentlich, wie gesagt, geht es hier auch nicht so hoch. Aber wir gehen ja hier übereinander mit der anderen Strecke. Richtung Magdeburg. Es ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen freier interpretiert. Was wir auf jeden Fall noch ändern müssen, sind hier Oberleitungen hinzusetzen. Das wäre sehr schön. Und da können wir sogar noch ein bisschen anfangen, die Strecke zu verschönern. So, wollen wir Landsberg oder was ist das? Oder wollen wir jetzt mal grundlegend ein bisschen was bauen? Wir können auch Landsberg anfangen. Müsste ich nur ganz kurz mal wieder auf Google Maps wechseln. Aber ihr kennt das ja, wenn ich zwischendurch dann mal nachgucken muss. So, das kann man schon mal benennen. Landsberg. Hier wird dann auch die S8 halten. Vielleicht haben wir sogar in der nächsten Folge dann schon eine Mitfahrt mit der S8 zu machen. Das wäre natürlich sehr cool, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden Landsberg nicht fertig kriegen. Ich habe einfach ein bisschen was angleichen. Ne, wir fangen an mit hier so ein bisschen Gezuppel. Bisschen Bäume und so. Das stört mich, diese Kante hier. So, und wenn man da so ein paar Büschchen hinstellt. Erstens ändert sich da die Farbe. Ich mag dieses Helle dabei nicht. Und dann noch ein paar Steine dazwischen. Das finde ich dann schon so ein bisschen realistischer vom Hang her. Ich möchte jetzt an der Strecke nicht zu viel Schirmbau betreiben, dass ich jetzt überall Felder hinsetze und so. Erstens Highspeed, obwohl hier wird ja auch die S-Bahn. Aber ich habe ja letztes Mal gemerkt, dass es schon ab und zu ein bisschen leckt. Deswegen machen wir es natürlich, verschönern wir ein bisschen. Aber hier werden nicht überall Felder hinkommen, ehrlich gesagt. Das finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Können wir zumindest ein paar Bäume noch zur Abwechslung entstellen hier. Normalerweise müssten halt überall an der Strecke Felder sein. Ja, wie jetzt übertreibst du wieder. Jetzt bauen wir wieder so komische Linien hier. Das ist mir zu gleichmäßig. Ah, das sieht besser aus. Also, wie gesagt, so kein dichtes Waldgebiet, sondern so ein bisschen. Könnte man auch das Förster-Tour nehmen, aber ich glaube, so seichten Wald kriegt man da schwellig hin. Ja, okay. Ein bisschen besser als ohne sieht es schon aus. Ja, Landsberg wäre unsere nächste Sache. Die könnten wir eigentlich jetzt mal anlegen. Ich habe hier direkt Maps offen. Sehr schön. Gut vorbereitet ausnahmsweise mal. So. Wie haben wir Minuten? 19, ja, haben wir noch 10, können wir noch ein bisschen was bauen. Hier ist ein Bahn. Nee, ist das eine Unterführung? Sieht noch eine Unterführung aus. Kann auch kein. Wenn da 200 freigegeben ist, muss es auch eine Unterführung sein. Ich würde es auch als Unterführung bauen. Ich hoffe, dass. Also eigentlich müsste auf der Strecke 200 noch freigegeben sein. Aber möchte ich eigentlich auch, dass der ECE hier ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen kann. Ich meine, gut, jetzt hätte sie eh mit der S-Bahn die Strecke. Den 160 fahren kann, aber gut. Das sollte nicht die Riesenprobleme geben. So. Das hier in der Mitte finde ich ganz unschön, wenn das in der Mitte absackt. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall hier noch gerade machen. Dann können wir da gute Taktik ein paar Büsche in die Mitte stellen. Und ein totes Gleis geht immer. So, da. Nee, das suche ich gar nicht. Ich suche hier das suche ich.
Guck mal. Da kann man doch zumindest noch was hinstellen hier. Ich kann mal gucken, ob wir jetzt auch ein paar Asset-Fahrzeuge haben. Das wäre zumindest mal ganz schön. Ich kann leider einen Waggon einfach so. Ich könnte einfach so einen anderen Waggon hinstellen, aber. Ha? Er braucht wieder ein bisschen, hier muss ich wahrscheinlich wieder schneiden, weil es wieder asynchron wird. An diesen Stellen wird es meistens asynchron. Ihr hört wahrscheinlich manchmal sogar gar nicht, was ich sage. In diesen Zwischenparts, das ist immer gefährlich beim Laden. Der Loks. So, jetzt hat er fertig geladen. Wie gesagt, es kann auch manchmal sein, dass beim Laden der Loks sich die Audiospur verzieht oder meistens, dann muss ich nochmal nacharbeiten. Ich hoffe, ich denke dran. Und sollte das passieren, kann es auch sein, dass einfach ein Teil der Audiospur weggeschnitten wird. Das ist immer ein bisschen blöder, aber das lässt sich nicht verhindern. So, was haben wir denn hier Schickes, was wir da hinstellen könnten? Passagierwagen alleine wird kompliziert. Das wäre halt schön. Wenn es da irgendwie so eine unsichtbare Lokomotive oder sowas geben würde, stellen wir eine Lok. Irgendwas, eine 218er oder so. Können wir eigentlich auch, haben wir eigentlich auch als Asset. Nein, nehmen wir ein Asset. Haben wir noch ein 218er, können wir uns da gut hinstellen. So. Jetzt muss natürlich, ach, dieses hier hundertprozentig. Da. Nee, das sind leider nur die anderen Lokomotiven. Die Standardlokomotiven sind leider nicht dabei. Die müssten in dieser Kategorie irgendwo sein. Haben wir die. Hier sind die Wagen schon mal. Und auch die Lokomotiven. Hier, komm. Weg. So, perfekt. Oh ja, die steht aber nicht auf Schiene. Steht auf dem Boden, nicht auf Schiene. Da sollte man drauf achten. Wie sieht das denn aus? Vielleicht liegt die so ein bisschen in der Luft dann. Ich glaube, wir können sie auch hier beim Dings hinstellen, dann direkt bei Präbock. Dann passt es nämlich, weil da ein bisschen gerade ist, die Strecke. Oh, jetzt schwebt sie. Schön. Und Präbock ist also nicht Ground. Ja, sie ist ein bisschen entgleist. Will ich noch ein bisschen genauer ran. Aha. Ja, jetzt ist sie doch relativ gerade bei. So. Ja, komm, das geht. Dann fangen wir an mit einer Straße, die hier so unter durchgeht. Nehmen wir eine mittlere Straße einfach. Schmale. Nö, eine ganz normale Stadtstraße. Nicht historic, sondern normal. Hier so ein bisschen weiter hinten noch eigentlich. Kann man so machen, würde ich sagen. Auf hier runter durch. Kein Bahnübergang. Obwohl es auch cool wäre, aber wir haben eine 200er Strecke. Da ist das leider nicht möglich. So. Nein. Noch ein Stück weiter hinten noch. So. Ach komm. Wie tief muss ich denn noch runter, um da jetzt? Okay. Dann. Hier kommt ein kleines Wohngebiet hin, wie gesagt. Eigentlich müsste der andersrum stehen. Der Bahnhof. Ja, drehen wir nochmal eben um. So viel Zeit muss sein. Vielleicht werde ich auch einen zweiten Straßenanschluss ranbauen, das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, aber auf der Seite müsste der größere Straßenanschluss sein. Wahrscheinlich ist er jetzt gleich auf beiden Seiten gleich. Ich sehe das schon kommen. Ja. Ja, ist auf beiden Seiten gleich. Im Endeffekt hat es gar nichts gebracht, was wir gemacht haben. Okay, dann lassen wir. Hätte ich es doch nicht abreißen müssen. Aber ich möchte gerne Bahnüberdachung, ich möchte gerne zweiter Straßenschluss, zweiter Bahnsteig, nein, Hochgeschwindigkeit, haben wir es. So, jetzt komm, geh da rein. Ach, da warst du gerade. Jetzt. Und jetzt, genau, speichert da. Schon wieder speichern? Sind wir schon wieder 10 Minuten rüber. So. Perfekt, sitzt da? Nein, sitzt er nicht. Ach, komm. Willst du mich jetzt. Er hat doch gerade.
sage jetzt aber. Warum lässt du mich da jetzt nicht hinbauen? Ah, das ist doch wieder so ein Bug von Transportfever, weil er nicht genau an die gleiche Stelle bauen will, wie der vorher war. Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier abwarten, bis dieses rote Teil durchgelaufen ist. Der lässt mich nämlich nicht genau an dieselbe Stelle bauen. So, mal warten, bis durchgelaufen ist und dann müsste es wieder gehen, glaube ich. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Gut. Auf der Seite müssten wir wahrscheinlich nur ein bisschen anpassen, ein bisschen gerade machen, das Gelände. Das geht natürlich am einfachsten mitten im Bahnhof. Ich mach's jetzt mal so. Ja, das ist halt ein bisschen wirklich am Berg. Es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen am Berg. Passt ja, Landsberg, ne? Müsste ich die Höhenkarte sehen. Ich war leider noch nicht vor Ort. Das ist jetzt wieder so eine reine Andeutung über Maps, Google Maps. Hier so ein bisschen zumindest Platz haben, irgendwie einen Parkplatz vorzusetzen oder sowas. Was haben wir? Irgendwie ein Bahnhofsgebäude, was da steht? Schauen wir mal eben, ob es ein Bahnhofsgebäude gibt. Ich glaube nicht. Nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Da ist eine Straße. Die lassen wir auch mal da enden. Eine kleine Stadtstraße eher. Ja, so. Naja, wir nehmen eine andere Straße, die lieber. Genau. Dann geht die so hier rum. So, das baue ich jetzt aber ausnahmsweise ein bisschen genauer nach. Wie gesagt, an der Strecke so ein bisschen soll es ja ein bisschen genauer sein. Dann hier stehen noch ein paar Autos, so geparkte. Dann haben wir das und hier kommt dann das Wohngebiet in dem Bereich. Also hier in das Wohngebiet. Moment, habe ich jetzt das falsch rumgebaut? Tatsächlich in die falsche Seite gebaut. Sehr schön, sehr toll. Also das wollte ich eigentlich bauen, das ist aber auf falsche Seite. Ich habe mich schon gewundert, warum das Gebiet da so flach ist. Hier ist es natürlich nicht so flach. So, das runter hier noch. So, zack, zack. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal. Müssen wir was da anbinden eigentlich, den Dings. Dann müsste der das relativ flach direkt aufbauen. Gucken wir mal, wir haben 4 Gleise oder so. Zu groß, das lässt er mich nicht bauen. Schade eigentlich. Lässt er mich alles nicht bauen. Schade. Dann müssen wir es so machen. Den Berg muss ich nochmal überarbeiten hier. Das ist natürlich hier so eine halbe Felswand. Hier ist auch doof. Genau, gehen wir hier so rauf, würde ich sagen. Vielleicht so. Genau, dann können wir da zueinander gehen. Dann gehen wir hier. So, probieren wir es mal gerade zu lassen. Hier eine Kurve. Dann hier so wieder drauf. So, hier müssen wir natürlich nochmal Erde angleichen. Weil da vielleicht auch Parkplätze und sowas noch hin müssten. Ist da überhaupt ein Parkplatz? Ja, die parken ja alle an der Straße. Hier könnte man noch so eine kleine Fläche bauen, wo sie dann parken können zum Beispiel. Ein paar Bäume hier in der Mitte. Gut, also hier kommen Wohnhäuser in den Bereich hin. Ich würde ja auch auf den Hügel gerne Wohnhäuser setzen. Aber dann hier nicht so eine Steilklippe. Noch ein bisschen hügelig ist in Ordnung, aber nicht zu viel. Mit dem Tool ist es natürlich immer schwierig zu machen. Ich werde das lieber mit Bahnhöfen zu machen, aber wenn wir ein Dorf an einer Klippe oder am Berg errichten wollen, fällt mir jetzt keine andere Möglichkeit erstmal ein, dafür zu machen. Vielleicht wirklich so ein bisschen. So. Ja. Zack. Und dann geht das hier mit ran. Genau, da würde ich die Häuser hier einfach so ransetzen, ehrlich gesagt. Dass die einfach ein bisschen höher liegen. Und vielleicht auch wirklich gerade. Schaffen wir das vielleicht hier mit dem Bahnhof hinsetzen? 2 Gleise, keinen zweiten Straßenanschluss. Einfach nur. Na, guck mal, da geht's auch sehr schön. Sehr schön, dann haben wir das schon mal gerade. Ist nur dahinter, das ist die Häuserkante hier, wo die Häuser hinkommen. Müssen dahinter natürlich dann wieder ein bisschen aufpassen, dass wir das wieder. Ja, hier noch ein bisschen runter. So, perfekt, dass wir den Hügel ein bisschen runtersetzen. So. Ich weiß nicht, ob dieses Landsberg so am Hügel liegt. Das ist natürlich, ich sehe jetzt nicht wirklich. Man kann ein bisschen auf 3D schalten, aber das ist natürlich bei so kleinen Dörfern schwierig. Das ist ein ziemlicher Berg hier. Okay, das ist ein bisschen bergig, am besten dran liegt. Das Berg liegt in der Mitte des Dorfes. Auch cool.
eine coole Dorfanordnung. So rund um einen Berg ist irgendwie interessant. Ich würde sagen, wir stellen einfach mal ein paar Häuser hin. Ich glaube, wir sind auch schon über die Zeit, denke ich. Dann werden wir nächste Folge noch eine kleine Schimpfer-Folge haben. Speedbuild, oder? Ich überlege mir das mal, ob Speedbuild das mache oder nicht. Ich könnte euch jetzt abstimmen lassen können, aber wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wann ich dann aufnehme und wie das dann passt. Deswegen bin ich mir ganz sicher, ob ich das machen kann. Das muss ich mir mal merken, weil ich jetzt eigentlich so ein bisschen Plan versuche zu verfolgen. Wie gesagt, ich mache nichts von Upload-Plänen öffentlich, weil ich da immer Angst, sonst kriege ich das wieder nicht eingehalten. Aber so ein bisschen was habe ich immer im Kopf und das meiste verändert sich dann eh wieder on the run. Deswegen mache ich es auch nicht öffentlich, weil das sich dauernd ändert. Aber ich versuche zumindest immer so einen kleinen Plan zu verfolgen. Das ist wichtig. So, ich würde sagen, wir stellen da so ein paar Einfamilienhäuser hin. Ära B wäre, glaube ich, das Beste. Ja, haben wir auch. Ära C haben wir, glaube ich, auch schöne Häuser. Sowas würde halt auch passen, so Neubauhäuser. Ich finde die gar nicht so neu gebaut, ehrlich gesagt. Passt vom Stil, aber so Flachdächer will ich hier nicht haben. Mag ich nicht. Ich würde mir, glaube ich, auch kein... Ah, doch, flach, ja. Es passt halt nicht hier ran ins Ding. Aber sonst Flachdach, ja, wahrscheinlich ja nicht. Ich mag schon die, wie heißen die Dächer? Keine Ahnung, Winkeldächer, ich weiß es wirklich nicht. Gipfeldächer, Giebeldächer, wie sowas wird es sein, vermutlich. Da habe ich mal wieder. Architektur ist nicht so mein Fachgebiet. So. Das sieht doch ganz cool aus. Ich kann hier noch ein paar Büsche vorstellen, damit man diese Kante hier nicht so stark sieht. Das ist doch gut in Ordnung. Das ist mir zu groß, ehrlich gesagt, wenn wir hier so einen Haufen Einfamilienhäuser haben oder sowas. Weil das hier schon ein Mehrparteienhaus ist, aber das kann auch mal vorkommen. Ja, okay. Ich baue jetzt natürlich auch eher nur das, was man von der Schiene aus sieht. So ein bisschen vielleicht noch im Hintergrund, damit es nicht zu stark außergewöhnlich aussieht. Das wird zu groß dann schon wieder. Stufe 1 ist zu klein, ne? Das sind diese ganz Bungalows. Bungalows ist dann auch wieder zu klein, glaube ich. Passt dann irgendwie auch nicht rein. Das ist Stadtgebäude, zu sehr städtisch. Wir nehmen Ära C nochmal. Da passen die ganz kleinen dann schon eher rein. Ja, wirklich hier. Das ist dann wirklich Neubau. Ist auch schon zwei Stockwerke, also. Das ist so ein Bungalow mit einem Stockwerk. Das sieht doch ganz gut aus. So, und so muss man sich das dann vorstellen. Da werde ich die Straße hier noch ein bisschen weiter bauen und ich glaube, ich werde jetzt die Folge beenden, oder? Was sagt denn die Uhr? Ich denke mal schon. 33 Minuten. Ja, ich wollte nicht immer 40 Minuten machen. Weil ich das sonst einfach nicht schaffe. Das war jetzt eine Ausnahme, weil ich davor einfach mal Folgen hatte, wo eine Stunde lang ging oder so. Das wollte ich wieder ein bisschen drosseln, damit ich schaffe, mehr Folgen zu machen in der Zeit, die ich habe. Sonst könnte das wieder eng werden. Womit verabschieden wir uns? Komm, mit einem Stahlzug kommend aus der Nähe von Magdeburg und bringt hier der Stahl nach Bitterfeld zur Fabrik. Und damit sage ich Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Und sehr schönes Bild übrigens, wo die S-Bahn da gerade noch hinterher fährt. Der wird wahrscheinlich warten. Wie gesagt, tschüss.